So, hallihallo liebe Leute. Heute gibt's mal wieder eine neue Runde World of Tanks. Ich bin aus dem Urlaub zurück und habe schon wieder ein bisschen gespielt. Und ihr seht schon, das Matchmaking hätte schon was sehr Merkwürdiges gemacht. Es hat super viele T26 E4, was ein Premium-Panzer ist, der Stufe 8, in das Match gepackt. Ja, und ich fand das gar nicht so schlimm. Ich habe das gar nicht so direkt bemerkt. Andere fanden das ja merkwürdig, wie ihr im Chat lesen könnt. Allerdings muss ich sagen, ich war hier, glaube ich, der von der Erfahrungsbewertung her beste Spieler im eigenen Team auf jeden Fall. Ich glaube, im ganzen Spiel wahrscheinlich. Obwohl es der Chiri ist, den ich nicht wirklich mag. Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil ich habe hier noch die Kanone vom Chito drauf. Und die hat ganze 150 Durchschlag und schießt, ich glaube, alle 3,5 Sekunden oder sowas. Wo euch wahrscheinlich schon klar ist, warum ich damit dann ein Problem habe. Also, weil das Ding, der Chito hält nichts im Nahkampf aus, also gar nichts. Die Panzerung könnte getrost vergessen, da kommen selbst Scouts von Stufe 4 durch. Gleichzeitig hat er wieder mit 150 Durchschlag nicht so einen wahnsinnig geilen Durchschlag, dass ich den so weit hinten spielen könnte. Deswegen seht ihr unten auch das Scherenfernrohr und ein Tarnnetz und da sind auch noch entspiegelte Optiken drauf. Weil ich mir da dachte, wenn ich schon nicht sinnvoll irgendwie schießen kann, dann sollte ich vielleicht wenigstens sinnvoll sehen können, wenn ich hier in neuner Gefechten lande, wie hier gerade. Warum auch immer mich der Gegner da schon fragt, ob ich Lust auf Zug habe, ist mir nicht ganz klar. Sowas hätte ich zum Beispiel gar nicht entdeckt, oder ich weiß gar nicht, ob ich es entdeckt habe oder auf der anderen Seite entdeckt wurde. Könnte auch der Mitspieler auf E3 sein, ja, da der das entdeckt hat. Ja, also ich stehe hier einfach nur und scoute, beziehungsweise warte darauf, dass ich sinnvoll schießen kann, was irgendwie nicht passiert. Währenddessen oben unsere Heavys sozusagen auf Klatsch fahren. Und die beschweren sich schon, die Leute, dass sie das. Also, gerade das Gegenteam beschwert sich, dass denen ihre Mitfahrer ziemlich dämlich wären. Was ist denn das eigentlich? Genau, ah, Mist. Und ich sehe erstaunlich viele Typen 59 dafür, dass es den Panzer nur ganz kurz gab. Und der trotzdem eigentlich overpowered ist und deswegen rausgenommen wurde. Ich weiß nicht, bei 1-1 oder 2-1 muss ich mich nicht beschweren, dass mein Team schlecht wäre. Der AMX 12 Tonnen ist halt gestorben. So, für ein Centurion ist das, okay. Du hast mir nichts anderes eingefallen, als zu sagen Danke. Wenn er sagt mir viel Glück. Hier kommt dann, was er sogar noch meint. Ich stehe auf offenem Feld und kann dort schießen. Und ich werde nicht mal angezielt von ihm. Also, nicht. Nee, immer noch nicht. Also, warum auch immer, der zielt mich nicht an. So, dann habe ich hier den nächsten, der so schön zu mir steht, der mich ignoriert. Ich habe gemerkt, unten soll ich vielleicht nicht ins Ziel, vielleicht lieber oben, auf die Seite vom Turm. Weil es ist ja ein Medium, der die Seite vom Turm zu mir zeigt und dann kann ich da halt schön reinholzen. Ich versetze halt so ein bisschen Nadelstiche, ich mache halt auch bloß 150 Schaden, wenn ich durchkomme. Das ist echt nicht so wahnsinnig viel. Da ist ein Indienpanzer rechts von mir. Ich glaube, der zielt mich sogar schon an. Deswegen war ich hier, bin ich ja vorgefahren, weil ich halt diesen Typen nicht selten haben wollte. Da habe ich auch bloß schnell geschossen, weil ich gesehen habe, dass er wieder in den Stein fährt. So. Jetzt bin ich hier, ich glaube, jetzt gucke ich sogar noch nach rechts rüber, ja genau. Und sehe, dass der Indienpanzer auf mich zielt. Oder beziehungsweise nicht gezielt hat. Das Gute an dem Ding ist, dass die Kanone unglaublich genau ist, also. Ihr seht ja, auf welche Entfernungen ich hier so auch ohne volles Einzielen trotzdem meine Schüsse setzen kann auf die
auf die Türmchen, die ich da noch sehe. Und hier versuche ich einfach bloß, um meinem Heavy sozusagen ein bisschen zu helfen, indem ich den Gegner dann die Seite fahre und den ein bisschen ablenke. Dass sie ihn halt kaputt kriegen. Lass mich aber wieder ablenken von den leckeren Gegnern, die da rumstehen. Wie ein T-1820, den ich halt auf der Seite habe. Da muss ich dann doch schon mal drauf schießen. Also das ist schon. Das ist schon ein Ziel, das sollte man nicht verachten. Und da ist auch noch ein T-252. Ist genauso lecker. Hab so noch einen Kill geholt. Da freut man sich doch als Chiri. Und da dachte ich, er fährt ein Stück schneller dahin. Hat nicht so geklappt, leider. Und sich ist immer noch 9 zu 7. Ich bin immer noch der Meinung, da ist nichts entschieden. Ja, gut, okay. Ja, die FV dann. Wenn wir mal 1000 Schaden rausgehauen. Weil ich mir. Achso, das ist die von links gewesen sein. Normalerweise dreht er sich hier. Und ich habe nicht sinnvoll genug gezielt und krieg direkt einen rein und damit habe ich kaum noch Lebenspunkte. Also so ein E75 macht mir schon ordentlich Aua. Irgendwie auch 600 Schaden oder sowas, wenn ich richtig gezählt habe. Die haben halt auch eine FV, die da mal eben gerade das weggeholzt hat. Sonst habe ich hier noch einen anderen Medium, den hier so ein Premium-Medium und mich, die uns jetzt mit dem E75 aufnehmen wollen. Was eigentlich nicht so eine wahnsinnig gute Voraussetzung ist, wenn man mal bedenkt, dass dahinter noch ein paar Sachen stehen. Jetzt fährt er allerdings rum. Und der E75 verschießt, damit kann der Premium-Medium jetzt sozusagen einfach hinter ihn rollen. Aber dadurch kann ich halt jetzt ihm vollen Zack schießen. Und der Premium-Medium hält sich noch ein bisschen was aus. Und hier kann ich halt schön Schaden auf den Neuner machen, was mir natürlich ordentlich aber auch damit bringt. Allerdings komme ich nicht mehr seitlich am Turm durch bei dem Ding. Das versucht, dann habe ich auch versucht, dort oben noch drauf zu treffen, aber das schaffe ich nicht. Da wird es mir schon geschrieben, was ich mir schon gedacht hatte, dass ich wohl doch mal irgendwo hinter ihn fahren müsste. Wobei durch das Heranfahren irgendwie von dem Medium er immer wieder verleitet ist. Ja, sehr gut gekettet. Vorzufahren. Aber jetzt, wo er gekettet ist, kann ich natürlich schön in die Seite schießen. Bleib leider 70 HP übrig, sonst hätte ich auch den noch geholt. Und da rettet mich mein Teamkollege, wahrscheinlich ist sonst gestorben. Der hätte nicht mehr eingezählt, der hätte einfach nur noch geschossen. Bleibt noch der letzte T28 übrig, den ich schon und da ist er tot, den ich schon angeschossen hatte. Ja, das war diese Runde mit dem Chiri. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, war ein bisschen, das Team war ein bisschen Brain AFK. Das hat mich einfach durch die Mitte fahren lassen. Das darf einfach nicht passieren. Also ich wurde ja auch aufgedeckt und nur der Indienpanzer ist der einzige, der mir mal einen Schuss gibt. Hallo, ich bin so ziemlich das Einfachste, was zu treffen. Also ich bin ein riesiger Panzer ohne Panzerung, der auch nicht so wahnsinnig schnell ist. Naja, also wenn ihr mal in der Position sein solltet, solltet ihr euch überlegen, dann doch mal den Chiri rauszunehmen. Der hält nicht viel aus. Also sowieso die ganzen Japaner, die haben alle Papp-Panzerungen. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.